sie haben sich alle um dich geschaut, du Hirte der Leidenschafe, du Mähdrescher der drei Weizen aus dem Morgenlande, du Buchfink, Bücherfink, Büchsterfink, du Ausgebüchster. Wann hast du gemerkt, dass du sie anlockst, die Verbördis dir zufliegen, die Lyrigel sind Poems in One? Wem hast du's erzählt, wem verschwiegen? Was kann die Welt nach dir noch kriegen? Wortsturz vielleicht oder Satzverrenkung, Redundangina oder Metaphytis? So wie das Wort du zerfritzt und zerfranst, magst du doch nur, weil du es kannst, bekennst du dich schuldig? Papier ist geduldig. Hey, du Traumpfleger, du Possenbeißer, du Kalendersprüche-Abreißer, du Satzschnitzer, du nächtelang hinterm PC-Sitzer, Partizip-Sapper, du Kalau- und Kaleuerlöscher, du Wortschwellnestrainer, du Teufelsreimer, du Romanerichter, du Streitübereinanderschlichter, Messagemeißler und Professorengeißler, bekennst du dich schuldig? Papier ist geduldig. Hey, du Mein Name ist Simon und ich bin, ja, Italiener. Jener Typ auf der Pizzaschachtel, der mit gewohnt freundlicher Fratze dir die Margherita an den Platz serviert, der Casanova, der verführt, der Autoraser, der touchiert, das Muttersöhnchen mit Stil, der Tifoso vom Fernseher beim Fußballspiel, der Spaghettifresser mit lustige Akzente, der jede Mafioso in seinem Viertel kennt, schwarz arbeitet und Steuern hinterzieht und wegsieht, wenn einer eine Kugel Eis kassiert, im Müllberg erstickt und sich zum Weltmeister kickt, der Klischee-Ithaka auf der faulen Haut, der mit der illegal gebauten Luxusvilla Tag und Nacht bloß ins Handy schreit. Wenn du so viel fernsiehst und Videospielst, mahnte Mutter energisch mit dem Zeigefinger wackelnd, wirst du noch viereckerte Augen kriegen. Und nun war es tatsächlich passiert. Mutters Prophezeiung hatte sich bewahrheitet. Ich war gänzlich viereckert geworden und das einzig Runde, absurderweise, waren meine beiden Kameralinsen. Aus eben diesen suchte ich das Zimmer nach dem Wecker ab. Das wollte mir aber wegen der starren Lage nicht so gut gelingen. Während mein eigenes Kameraauge blind war, weil es gegen Kopfpolster gedrückt, sah ich mit dem anderen lediglich an die graue Decke. Mit etwas Anstrengung gelang es mir schließlich, scharf zu stellen. Dort entdeckte ich den Fleck jener Gänse, die ich gestern in einer dramatischen Schlacht untermalt von Wagners Walküre erschlagen hatte. Ich kriege sie alle, dachte ich, und triumphierend vor Freude entfuhr mir ein heiterer Klingelton. Etwas überrascht vor dieser vertrauten und doch jetzt fremdklingenden Melodie, wäre ich beinahe aus dem Bett gezittert. Ja, der Vibrationsmotor hatte sich aus Versehen angeschalten. Echt irre, dachte ich, etwas peinlich berührt, als ich mich wieder gefangen hatte, denn die Vibration war angenehm anregend gewesen. Und dann gibt es die Straßenköter aus dem Balkan. Die muss man nicht streicheln, die sind ja Schlimmeres gewöhnt. Die brauchen noch kein Dosenfutter, sondern essen Essensreste, am besten mit Brot vermischt. Hast du jemals einen Hund Brot fressen gesehen? Als würden die Köter im Osten den ganzen Tag nur Fladenbrot backen. Auch wenn Tommy manchmal wirres Zeug knurrte, eines musste man ihm lassen. Er war ein richtiger Bitches-Aufreißer. Neben ihm sah der Strolch aus Susi und Strolch geradezu wie ein hässlicher Mops mit erektiler Dysfunktion aus. Nicht, dass Tommy besonders gut aussah, aber er hatte halt dieses Macho-Ding, ein richtiges Alpha-Tier. Er musste nur noch mit dem Schwanz wedeln und die Weibchen wurden sofort schwach. Er war gerade dabei, sein Revier zu markieren, um die nächsten gerade erst volljährigen Hündinnen anzulocken, als Blondie aufkreuzte, um ihm die Tour wieder zu vermiesen. Blondie war der Hund des Hausmeisters, ein deutscher Schäferhund, und hieß eigentlich Rex. Tommy fand es nur witzig, ihn Blondie zu nennen, da er mal gehört hatte, dass der Hund von Hitler so hieß. Na, seid ihr wieder am Rumschreien, ihr arbeitsloses Wolfspack? Ich mache hier nur Spaß mit euch, aber wollt ihr eigentlich für immer hier abhängen und nichts tun? Ich meine, den Sozialstaat auf der Tasche hängen könnt ihr auch zu Hause. Und Straßenköter gibt es hier schon genug, bellte Blondie. Er traf Tommy genau in seinen bunten Punkt und ich sah in seinem Blick, dass er kurz davor war, tollwütig auszurasten. Werd ich hier so sinnlos rumgehangen zu Zeiten meines Vaters, da werd ich ganz schnell vertrieben worden. Aber ich bin ja selber auch schwächer geworden. Habe keine Kraft mehr für den Kampf mit euch. Und ein Schäferhund, der nicht kämpft, ist nur der Vorgänger von einem Schäferhund, der nicht bellt. Und ein Schäferhund, der nicht bellt, ist das erste Symptom des sicheren Untergangs von Deutschland. Ja, vielleicht sogar der ganzen Welt. Tommy fletschte seine Zähne die ganze Zeit und hatte jetzt eindeutig genug und fing an zu bellen. Schweigen. Mitternacht klingelt sie, steht auf aus ihrem Bett, zieht sich ihr Kleid an und stellt die Krone auf den Kopf. Sie öffnet die Tür und vor ihr stehen zwei Polizisten. Sie begrüßen zwar höflich, aber so begrüßt man keine Prinzessin. Sie sagen, ihre Familie muss Deutschland verlassen. Sie müssen zurück in ihr Heimatland. Der Krieg ist vorbei. Sehen Sie, das wird nicht gehen. Ich bin Prinzessin. Für mich und meine Familie gilt dieses Gesetz nicht. Sie dürfen in Deutschland bleiben, nicht wahr? Die Polizisten entschuldigen sich für die Störung, beugen sich vor der Prinzessin und sagen, natürlich, sie dürfen bleiben. Jede Nacht,
jede Nacht 2, 3, 8 Mal den ganzen Monat lang, jede Nacht in 1998, jede Nacht habe ich den gleichen Traum geträumt, habe ihn wieder und wieder hergerufen, habe Trost in ihm gefunden, habe Hoffnung in ihm gesehen, habe Zukunft in ihn ergriffen, habe Lust für neue Tage, letzte Tage bekommen, habe ihn gelebt, als ob es die Wirklichkeit wäre, als ob es möglich wäre, aber wir gingen. Jeder Kilometer, den wir machten, stahl mir ein Herzschlag und es waren 909 von ihnen. Der Mensch hat ungefähr 70 Herzschläge pro Minute. Mir wurden 909 gestohlen. Ich habe 12,9 Minuten verloren auf dem Weg von Deutschland nach Kroatien. Das Herz versorgt den Körper mit dem mit Sauerstoff angereicherten Blut. Ab circa 3 Minuten ohne Sauerstoffversorgung entstehen Gehirnschäden, die nicht mehr heilbar sind. Und mir wurden 12,9 entnommen. Und wenn mich mein ganzer Körper nicht verlassen hätte, mich aufgegeben hätte und mein Kopf untröstlich nach unten schaut, was hätte ich alles unternommen, um auszusteigen. Aber der Krieg ist vorbei und es ist ganz normal, dass wir gehen müssen. Weil wer fragt ja ein Kind? Wer sieht sich diese sterbende Seele mit Tränen im Auge an? Wer sieht die Angst in den zitternden Händen? Wer sieht die Liebe zu den bis jetzt durchschrittenen Wegen? Keiner. Keinem war es wichtig, dass ich keine Kroatin bin, sondern in Bosnien geboren wurde, in einer kroatischen Familie. Keinem war es wichtig, dass ich keine einzige Erinnerung an Bosnien habe. Keinem war es wichtig, dass ich in Kroatien nie einen einzigen Schritt gemacht habe. Keiner wollte wissen, dass mein Leben in Deutschland 1994 anfing und dass Deutsch nicht zwar die erste Sprache war, die ich sprach, aber die ich innerhalb von 3 Wochen beherrschte und auf der ich zum ersten Mal schreiben und lesen lernte. Sie schwiegen. Es war normal, wir mussten gehen und sie schwiegen. Ich durfte ein Jahr lang zu Hause bleiben, um mich in Kroatien zurechtzufinden. Ich durfte ein Jahr lang zu Hause bleiben, um Kroatisch zu lernen, während ich mit kroatischen Kindern spiele, die mich auslachten für mein beschränkten Vokabular und noch mehr wegen des bosnischen Akzentes. Ich sprach ein Jahr lang kein Kroatisch. Ich weinte auf täglicher Basis. Ich weinte, bis ich keine Tränen mehr übrig blieben, bis die Taschentücher alle verschwendet waren. Ich weinte auf Deutsch, nein, auf keiner anderen Sprache, bis meine Augen so weh taten, dass ich sie nicht einmal öffnen konnte. Aber das wollte ich auch nicht, die Augen öffnen. Wofür auch? 365 Tage, 5 Stunden, 49 Minuten und 12 Sekunden, die ein Kind im Wünschen verbrachte, die sie betete und bittete, dass irgendjemand ihre Sprache hört, welche auch immer es war. Ob bosnisch, deutsch, kroatisch, am Ende war es nicht einmal wichtig, welche Sprache aus ihrem Mund kam, wenn sie keine einzige Erinnerung an ihre Geburtsstadt in ihrem Gedächtnis trägt, keine Emotionen für Kroatien im Herzen liegen. Sie dachte, sie wäre für Deutschland nicht gut, nicht genug. Sie dachte, sie könnte Deutsch nicht gut genug, nicht so wie die Deutschen. Sie dachte, ihr Benehmen wäre nicht gut genug wie die Deutschen. Ihre Haare, ihr Gesicht wäre nicht schön genug, nicht gut genug für die Deutschen, und sie wollte fliehen aus ihrem Land, aus dieser Stadt, aus ihrer Haut. Sie hätte am liebsten alle 909 Kilometer zu Fuß und alleine überquert, bei Hitze, Gewitter, Beben und Tornado. Am liebsten hätte sie die Welt falsch herumgedreht, sodass sie den Weg wieder gehen kann, die 909 Kilometer, um jeden einzelnen gestohlenen Herzschlag zart aufzuheben, ihn zu retten, in die Hände zu legen und zu hüten und nur um eine einzige Frage zu stellen. Warum bin ich nicht gut genug? Und sie würden schweigen. Ich bin nun einmal, ich bin, was immer ihr mir sagt, was immer jeder Einzelne von euch denkt, ja, ich bin das, ich werde nicht mehr kämpfen. Nein, diesen Kampf habe ich hinter mir, ich kämpfe nicht mehr, ich habe ihn verloren, ich kann die Welt nicht ändern, ich kann die Meinungen der Menschen nicht beeinflussen. Ihr wird sagen, ich bin das nicht und das andere bin ich auch nicht, und ja, ihr habt recht, ich bin es nicht und nein, ich will es auch nicht sein, ich werde schweigen, ich werde nicht mehr kämpfen, ich will nur meine 909 Kilometer zurück, meine 12,9 Minuten des Lebens zurück, und ich verspreche es, ich werde auch schweigen. Danke. Also, es ist das erste Mal, dass ich auf einem Fluss slamme und mir ist ein bisschen kalt, deswegen mache ich jetzt einen Text zum Herzwärmen. Der Text trägt interessanterweise den Titel Kerzenherz und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Mut. Mut ist, in einer Kupferrüstung bei Gewitter auf den höchsten Berg zu steigen und
ihr Scheißgötter! Zu schreien. Ich wäre gern so mutig, bin ich aber nicht. Mut ist zu erkennen. Mut ist zu erkennen, dass du nie wieder so cool sein wirst wie mit 9, als du diese blinkenden Schuhe mit Klettverschluss hattest. Du wirst nie wieder so glücklich sein wie mit 11, als du dieses wirklich seltene Pokémon endlich gefangen hast. Und du wirst nie wieder so verliebt sein wie mit 13, als dich der süße Junge aus der Parallelklasse auf dem Pausenhof geküsst hat. Mut ist, nicht in Erinnerungen zu leben, sondern neue zu erschaffen, die bittersüße Nostalgie zu überwinden und sich nicht nach der Vergangenheit zu sehen. Du trägst in deinem Herzen eine Kerze und schirmst sie ab vor all den Winden, die dir das Leben entgegenpeitscht. Du irrst durch einen Garten aller Möglichkeiten auf der Suche nach der einen, von der du glaubst, sie würde dich erfüllen. Du stolperst von Schule zu Schule, von Ausbildung zu Ausbildung, von Studium zu Studium, von Arbeit zu Arbeit, von Freundin zu Freundin, von Freund zu Freund, von Mensch zu Mensch. In deinem Hinterkopf nagen. Der erste seiner herrlichen Aussicht auf die Monster in schwere Augenschäden, Riesen, Polyphem, die erste Zahl in einem seltsamen Akzent. Odisovic, willkommen, how are you? Es tut mir leid, aber in der Schule habe ich gelernt, die ordnungsgemäße Verwendung der deutschen Sprache. Ich, Odisovic, sauber. Große Worte, die wegen der hohen Deutschen, wobei der Kern oder tun wollen und ist an der Unterseite des Steins angebracht, sodass er nicht entkommen konnte und seine Familie Odisovic geschlossen höhlen. Am nächsten Tag hat einen Plan, um loszuwerden, viel des Bösen. Und der Wettbewerb Odisovic, Getränk. Große Tirol, kann man nicht leugnen. Odisovic, Riese. Aber Big Blind vermeiden, Odisovic, Raschen, Agamemnon, Freund ertrinken. Kronos wurde in der Schlacht, die als Mittel der Schweine durch menschliche Odisovic, Fekta, Hexe, Zirze verursacht, angesehen wird, besiegt. Auch Heldenschinken ist mehr wert als das, haben sie, um zu gewinnen? Allerdings ist diese Hexe Odisovic, ich versprach ihm zu helfen. Kann, wenn die Warnung gespeichert werden, kann aber viel einfacher. Skylla und Charybdis, wissen Sie, wenn Mikkelleitner schreit, sofort öffnet den Mund und es Ihnen nichts ausmacht, die Glocke wartet für alle. Sind Serben überhaupt hier? Sind Balkanesen überhaupt hier im Publikum? Ich dachte erst, der Cazzanelli schreit. Nein, also es hieß, das Thema ist irgendwie Balkan und so, und da dachte ich mir, ich schneide mal so ein paar Geschichten zusammen, die ich so gehört habe im Leben, und mache einen relativ zusammenhängenden Text raus. Also der Text heißt 2 und 2 ist 4, manchmal. Oder südlich der Save auf einem Berg. Mirsad steht vor dem Kantonalgebäude in Tuzla, total verkatert. Neben ihm der Benzinkanister, um ihn herum Schaulustige. Dem Menschen erklärt er kurz, was er vorhat. Alle sind schockiert, aber niemand reagiert. Mirsad holt sein Feuerzeug raus, Mirsad hält es an seinen Körper, nichts passiert. Ich dachte mir schon, dass der Text so kurz ist, deswegen habe ich noch was geschrieben. Bleib doch mal stehen, du weißt doch gar nicht, worum es geht. Jahrelanges Spießrutenlaufen vor spießigen Klemmwettbewerbern haben mich auf diesen Moment vorbereitet. Amnesty International, entgegne ich gekonnt, während ich an die Partei gehe. Nein. Greenpeace. Nein. Österreichischer Blindverband. Nein. Ich. Die Neugierde packt mich genau für eine Sekunde und ich bleibe stehen. Schwerer Fehler. Ich bin vom WWF. Tschüss. Entgegne ich ihr und ärgere mich darüber, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin und auch darüber, dass diese unverbesserlichen Weltverbesserer eine chamäleonhafte Anpassungsfähigkeit aufweisen, was Einstellung und Aussehen betrifft. Eine 9! Eine zu!